Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing und zwar möchte ich euch heute den Feel Vita Slow Juicer von Genius vorstellen, den mir Genius freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Spannendes Gerät. Schauen wir mal, was Genius so geliefert hat. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alle Sachen, die Genius mir hier geliefert hat, habe ich jetzt schon mal rausgelegt und ihr seht, der Feel Vita Slow Juicer ist schon ganz schön umfangreich. Ordentliches Paket. Zwei Teile sind bei mir hier extra dabei, aber ich werde euch alle Teile jetzt natürlich im Detail einzeln erklären. Ich fange an wie immer mit dem Papierkram. Ich habe das hier hinten mal so ein bisschen hingelegt. Also einmal seht ihr hier, ich habe mir das zwischendurch schon mal angeschaut. Seht ihr hier so eine Art Kurzheft, Rezeptheft steht drauf, zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier so eine kleine Inhaltsangabe, 12 Teile. Bei mir sind es wie gesagt zwei mehr und eine Gebrauchsanleitung. Ich fange mal an mit der Gebrauchsanleitung, wie immer. Die ist wichtig, weil man das Gerät natürlich auch intuitiv zusammensetzen kann. Aber ich empfehle immer, bei solchen elektrischen Geräten doch zumindest mal einmal reinzuschauen. Hier in sowas wie die Explosionszeichnung, das finde ich immer ganz nützlich. Ne, da seht ihr nochmal die einzelnen Teile, das was mitgeliefert wurde, wie heißt das, wo steckt man das drauf. Also bitte guckt es euch vorher an, bevor ihr das Gerät in Betrieb nehmt. Das macht echt einen Sinn, denn das sind schon ein paar Teile hier. Dann Inhaltsangabe, wie gesagt, gucken wir uns gleich nochmal an, was hier geliefert worden ist. Dann haben wir hier eine kleine Version. Ich glaube, nicht bei allen Versionen ist dieses schöne Kochbuch dabei, dieses Rezeptbuch, was ich euch gleich zeigen werde. Die Standardversion ist, glaube ich, diese Kurzanleitung und dies hier. Aber da hat man zumindest schon mal so einen Überblick. Ne? Auch hier 11 Seiten, ein bisschen sortiert nach Säften, nach Slow Food. Wie geht das? Ne? Nicht so schön bunt. Aber auch hier nochmal die Technik, hier nochmal die drei Siebeinsätze, die wir uns gleich angucken werden. Die Frage, wie dieser Powerknopf hier funktioniert, gucken wir uns an. Und dann so ein paar Rezepte zum Einsteigen. Reicht allemal erstmal zum Ausprobieren. Mit der Zeit entwickelt man erfahrungsgemäß sowieso seine eigenen Rezepte. Ja, das Ganze auch nochmal hier etwas bunter. Und da sieht man schon mal ein bisschen mehr hier vom Feel Vita. Na, das, was hier so ein bisschen nach Farben sortiert. Da ist ein bisschen erklärt, warum frische Säfte gesund sind, wie man die zusammenstellt, welche Vitamine. Hier nochmal eine Schnellstartanleitung. Ja, und dann haben wir hier auch nochmal ein bisschen Werbung natürlich. Was geht noch? Ja, was haben wir noch an Papier? Und das ist eigentlich ein eigenes Kapitel fast wert, dieses Buch. Ich habe es vorher schon ausgepackt und auch schon mal durchgeblättert. Ich muss sagen, ich bin jemand, der, glaube ich, seit Jahren kein Papierbuch mehr gekauft hat, weil ich alles im Netz lese, auf dem Kindle oder auf dem Tablet. Also Papier kaufe ich eigentlich schon lange, lange, lange nicht mehr. Aber das hier ist wirklich schick und bei Kochbüchern kann man mal eine Ausnahme machen, auch bei Kunstbüchern oder dergleichen. Also da seht ihr hier, das ist hier das eigentliche Kochbuch und das ist wirklich total schön gemacht. Also es ist ganz liebevoll aufgebaut hier. Ihr seht, dieses Kochbuch hier ist ein bisschen nach Farben sortiert. Ne? Wir haben hier eine Schnellstartanleitung, wir haben einen Saisonkalender. Dann seht ihr hier die verschiedenen Säfte mit den unterschiedlichen gesundheitlichen Folgen, Auswirkungen. Also der Frage, was ist gesund, warum ist rot gesund, was passiert da, warum ist gelb gesund und solche Sachen. Finde ich sehr schön, ne? Hier sortiert. Und das ganze Buch hat 3, 4 Kapitel. Es gibt also einmal die Säfte hier, dann gibt es Suppen, Mocktails, dann gibt es sogar noch hinten für Babynahrung ein Kapitel. Also wirklich ganz toll, hat mir super gut gefallen. Und dann seht ihr, geht es weiter mit anderen Farben. Hier sind jetzt die Grünen, hier zum Beispiel der Giftzwerg, also auch ein ganz süßes Rezept. Ja, so viel erstmal hier zum Kochbuch, Rezeptbuch. Ja, was haben wir noch? Was haben wir jetzt an Hardware hier? Ja, hier die Zentraleinheit. Auf diese Zentraleinheit kommt hier dieser Einsatz, in dem wir später gleich die einzelnen kleineren Entsaftungseinsätze einsetzen werden mit so einem Ring und mit der Schnecke. Dann haben wir hier so einen Befestigungsring, so einen Gummiring, der dazu da ist, um diese einzelnen Einsätze aufzunehmen. Wir haben hier 3 Einsätze. Schauen wir uns gleich im Detail nochmal an. Wir haben hier dann diese Schnecke, die das Ganze dann presst und den Saft rauspresst. Und wir haben oben drauf dann den eigentlichen Einfüllstutzen mit diesem Stößel hier, mit dem man das Ganze nachdrücken kann, wenn die Früchte oder das Gemüse oder was auch immer hängen bleiben. Und ja, dann haben wir hier noch so eine kleine Bürste, ne, damit man hier diese Einsätze ein bisschen sauber machen kann.
Das war es, glaube ich, insgesamt. Ja, Deckel haben wir hier noch, ne? Also hier ist noch ein Deckel für den Saftbehälter. Das jetzt erstmal in der Übersicht. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie man die Maschine zusammensetzt, ob das kompliziert ist, ob das einfach ist. Ja, ich fange mal an hier mit diesem Gerät. Das ist das, was man zunächst einsetzt. Ihr seht, hier hat man also nochmal so ein kleines Zahnrad, was genau dazu passt, ne, was man hier einsetzt. Und jetzt setzen wir das mal ein. Und das ist auch wirklich einfach, denn ihr habt hier oben so eine kleine rote Nase, kann man das erkennen? Ja. Ne? Und hier oben drauf seht ihr auch so ein kleines Dreieck wie so eine Nase. Und die beiden müssen übereinander passen und der geht auch nicht falsch einzusetzen. Also könnt ihr nicht irgendwie so einsetzen, der rastet auch gar nicht ein. Also im Zweifel einfach vorsichtig ein bisschen drehen, solange bis er passt. Ne? So, das war es auch schon. Also erster Schritt zum Zusammenbau der Maschine hier. Und jetzt kommt als nächstes hier dieser Ring. Es gibt zwei Varianten. Ihr steckt vorher die Einheit zusammen und packt es dann rein. Oder ihr nehmt diesen Aufnahmering hier und drückt den hier in die Maschine. Und auch hier könnt ihr nicht viel verkehrt machen. So ein bisschen drehen, dann rutscht er automatisch rein. Ja, jetzt kommt als nächstes hier in dieser Aufnahme bekommt der eigentliche Entsaftungseinsatz. Das hier auch wieder mit einem kleinen roten Dreieck, also wirklich total easy, kann man gut erkennen mit dem kleinen roten Dreieck hier. Kommt hier natürlich so rein, dass es sich hier deckt mit diesem kleinen Dreieck. Und auch da könnt ihr nicht viel verkehrt machen. Ihr setzt das rein, drückt hier vorsichtig, dann kann man so ein bisschen drehen und das war es auch schon. Als nächster Schritt kommt jetzt die Schnecke. Ich würde das Ding mal so nennen hier, die später dann eben den Saft ausdrückt aus Gemüse oder aus Obst. Ne? Und auch da könnt ihr nichts verkehrt machen. Die kommt jetzt hier auf diese Achse hier. Da setzt ihr dann eben die Schnecke ein. Jetzt drückt ihr so ein bisschen, bis sie nicht weiter runter geht und dreht im Uhrzeigersinn so ein ganz bisschen und dann rutscht die rein. Das war's. Ja, im Wesentlichen haben wir jetzt hier schon die Entsaftereinheit auch zusammengebaut. Ja, alles andere geht jetzt wirklich ratzfatz, denn jetzt müssen wir nur noch, ich nehme das mal raus, jetzt müssen wir nur noch unseren Trichter hier einsetzen, denn hier oben rein, da kommen ja später dann die Früchte oder das Gemüse. Damit haben wir jetzt unsere Maschine auch schon fertig zusammengebaut und jetzt müssen wir mal gucken, was es mit den beiden Sachen hier auf sich hat, bevor ich dann im Detail noch mal einmal auf die Einsätze hier eingehe, dass ihr die seht. Also packen wir die Zahnbürste hier weg. Na, jetzt seht ihr hier, gibt es ja hier zwei merkwürdige Stutzen, die man vielleicht mal erklären müsste. Ich nehme das mal ab. So. Und dann könnt ihr hier erkennen, bei diesen Seiten hier ist was man auch auf und zu machen kann. Ja, wenn man in die Bedienungsanleitung guckt, dann sieht man auch, das hier ist die Seite, wo der Saft rauskommt später. Und dafür sind jetzt diese beiden Behälter auch da. Ne? Also hier haben wir einen Deckel drauf auf diesem, damit ihr später das Ganze auch in den Kühlschrank stellen könnt, wenn ihr noch Saft im Behälter habt und das nicht alles verbraucht habt oder nicht alles gleich trinken wollt. Und ansonsten ist es wirklich einfach, denn dieser Behälter hier, der geht jetzt ganz prima hier unten drunter. Und den würde ich auch immer bis hierhin bis zum Anschlag schieben, damit nachher, wenn es tropft, es auch wirklich in den Behälter tropft. Und wenn ihr eben sagt, ich habe hier noch was drin, ich mache weiter, damit nichts auf meine Arbeitsplatte tropft oder auf den Tisch, dann kann man den auch abziehen und hier zumachen. Hier ist so eine kleine Gummidichtung. Ne? So viel also zur Technik. Das heißt, aufmachen, wenn ihr dann Saft erzeugt. Und die andere Seite hier, das ist der Tresterbehälter. Ne? Hier fällt also später dann der Rest, der entsaftete Rest vom Gemüse, vom Obst, was immer ihr macht, rein. Ja, das ist das Gerät im Wesentlichen aufgebaut. Ne? Wenn wir das jetzt hier aufsetzen, wieder unseren Entsafter, dann seht ihr, ja, so ganz klein ist das Gerät nicht mehr. Ne, für alle, die das Gerät unter eine Arbeitsplatte stellen wollen, also es reicht natürlich hier, jetzt lass mich gucken, mit dem Stößel oben drin, lichte Höhe 44 cm, sagt mein Zollstock hier, also ziemlich genau 44 cm hier oben. Das sollte für normale Arbeitsplatzhöhen bei Hängeschränken reichen. Also bei uns sind die alle so um die 55 Abstand zwischen Arbeitsplatz und Hängeschrank. Das heißt, ihr kriegt das Gerät auf jeden Fall unter den Hängeschrank. Das lässt sich also noch gut hinstellen, aber ihr braucht eben schon ein bisschen Platz dafür, ne, wenn ihr es nicht jeden Tag raus und reinräumen wollt. Nochmal ein Blick auf die Einsätze, etwas detaillierter. Wozu sind die drei Einsätze da? Ne, also das hier, der oben mit dem kleinen roten Dreieck, ist der Standardeinsatz, der bei der Maschine bei jedem mit dabei ist. Der hat relativ kleine, feine Löcher. Ihr seht das hier vielleicht, ne? Ja, kann man nicht erkennen. Der hat relativ kleine Löcher
Und diese Kleinlöcher führen eben dazu, dass die Maschine sehr stark entsaftet, also wenig Tress da drin ist. Das heißt, der Saft, der rauskommt aus diesem Einsatz hier, aus dem Standardeinsatz, wird relativ klar sein. Da habt ihr so kein Fruchtfleisch mit dabei oder wenig Fruchtfleisch. Wenn ihr also ganz feine Säfte haben wollt, relativ klare Säfte und auch nichts anderes machen wollt, dann reicht es auch für euch. Das ist also hier der Standardeinsatz, soweit ich es verstanden habe, der bei der Maschine immer dabei ist. Bei mir war jetzt noch dabei, zusätzlich hier das Paket mit den zwei Zusatzeinsätzen, die man extra ordern kann, ne, zeichnen sich dadurch aus, dass der andere Einsatz größere Löcher hat. Ne, hier sieht man es. Der ist also etwas grober. Im Ergebnis heißt das eben, dass dieser Einsatz hier Saft erzeugt, der trüber ist. Mal, klassischerweise würde man wohl mit diesem Einsatz hier Apfelsaft naturtrüb machen, weil eben durch die großen Löcher hier etwas mehr Fruchtfleisch in den Saft kommt. Also muss man, glaube ich, ausprobieren, was man mag, was einem gefällt. Na, aber das ist eine tolle Idee, dass man hier verschiedene Varianten von Säften auch machen kann. Das ist also hier der zweite zusätzliche Einsatz. Und der dritte, der jetzt noch dabei war, der hat überhaupt keine Löcher mehr. Na, der dritte Einsatz hier, der hat nur so kleine schräge Spalten hier, durch das dann das Gemüse oder das Obst gedrückt wird. Und das ist wohl ein Einsatz, der in erster Linie für Sorbets beispielsweise genutzt werden kann. Wenn ihr ein Sorbet machen wollt, also wirklich eine smoothige Masse braucht, die ihr dann einfriert, als halbgefroren ist, dann ist das hier der richtige Einsatz, also der Sorbet-Einsatz. So viel jetzt zum Umfang. Ich glaube, damit haben wir jetzt alles einmal tatsächlich erklärt. So, ein Gericht wollen wir natürlich mal machen, einen Saft wollen wir schon mal herstellen, um zu gucken, ob die Maschine funktioniert. Und dabei wollte ich euch noch auf Folgendes hinweisen. Ich habe eben tatsächlich relativ ratlos zunächst mal vor der Maschine gesessen und dachte, ey, super, alles fertig, alles gefilmt, alles klasse. Aber das Gerät geht nicht. Doch, das Gerät geht. Das Problem stand, wie so häufig, vor der Maschine. Und zwar ist mir Folgendes passiert. Ich will euch darauf hinweisen, weil man das vielleicht überlesen kann. Man kann nämlich den oberen Deckel, das ist so ein bisschen das IKEA-Prinzip. Ihr kennt das vielleicht von IKEA, wenn ihr so wie ich 8,9 Millionen Schränke schon aufgebaut habt, dass viele Schrauben auch andersrum reingehen, viele Bretter auch andersrum sich montieren lassen. Und ganz zum Schluss, wenn man fertig ist, merkt man, das war falsch rum. Weil man natürlich wieder zu faul war, die Bedienungsanleitung richtig zu lesen, so wie ich hier. Da steht nämlich was von 10 Uhr drin. Und zwar bezüglich dieses Trichters hier. Kleiner Trick. Ich habe es eher falsch gemacht, und zwar wie folgt. Man kann den nämlich drei oder vier verschiedenen Positionen einsetzen. Und wenn ihr jetzt hier den Power-Knopf drückt, dann passiert gar nichts. Ich dachte, super, irgendwas ist schiefgelaufen. Ja, ist es auch. Also, hier diese Nase, nenne ich das jetzt mal, dieser Zapfen hier, hat hier auch so ein kleines Dreieck. Und wenn man genau liest, dann steht es in der Bedienungsanleitung, 10 Uhr soll der eingesetzt werden. Und hier ist ja auch so ein Dreieck, habe ich nicht aufgepasst. Und so, dass dieser jetzt hier auf 10 Uhr steht. Und dann seht ihr, wenn er so ein bisschen dreht, ne, dann geht er auch rein. Und jetzt nur so rutscht diese Lasche hier unter den Schaltmechanismus, rastet auch hörbar ein. Ihr hört's, ja. Und dann sind auch die beiden Dreiecke hier wieder übereinander. Also mein Fehler, ich wollte euch zumindest sagen, dass man nicht am Anfang verzweifelt da sitzt und denkt, geht rein, schließt auch, geht aber trotzdem nicht. Ja, also jetzt gucken wir kurz. Ja, funktioniert. Was habe ich mir ausgesucht? Passt einfach. Ich finde, das passt einfach. Und zwar Giftzwerg. Ja, grüner Giftzwerg hätte ich jetzt gesagt. Giftzwerg. Ne, ein schönes Rezept hier. Setting kann das Muskelwachstum begünstigen, kann ich immer gebrauchen, kann den Zellstoff positiv beeinflussen. Jo, kann bei Abnehmen helfen und Heißhungerattacken reduzieren. Perfekt. Ne, also der Giftzwerg, und ihr seht beim Giftzwerg, hier sind die Zutaten übersichtlich. Wir haben eine Salatgurke, wir haben einen grünen Apfel, wir haben eine halbe Limette und 150 Gramm Spinatblätter. Ich habe jetzt hier wie immer im Kühlschrank tiefgefrorenen Spinat für die Smoothies, die ich sonst mache. Und da braucht man nicht so viel, da reicht also locker die Hälfte. Und ich würde wie immer bei solchen Geräten, wie auch sonst beim Auspressen, immer mit den matschigen Sachen zuerst anfangen. Also den weichen Sachen, dann die härteren, damit die gleich mit durchgespült werden. Ich mache mal hier schon mal den Hahn auf, damit auch gleich der Saft laufen kann. Und dann fange ich mal mit meinem Spinat. Ja, dann nehme ich jetzt mal als nächstes hier die Limette. So, und da seht ihr schon, da läuft schon der Saft hier. Das Härteste nehme ich zum Schluss. Also jetzt nehmen wir die Gurke hier und drücken mal schon mal ein bisschen. Oh, das sieht alles ganz gut aus.
den Apfel. Und hier seht ihr, jetzt kommt hier schon ein bisschen Trester raus. Ja, hier geht es jetzt langsam los, dass er den Trester rausdrückt. Aber der ist ja wirklich sehr trocken. Noch nicht viel. Ja, und er drückt sogar noch nach, also nicht gleich aufhören. Ihr seht, ich gebe nichts mehr nach und trotzdem drückt er noch. Und holt jetzt hier noch Saft raus aus dem Gemüse, aus dem Apfel. Ja, es geht also weiter. Also nicht aufhören. Erst die Maschine abstellen, wenn er hier auch aufgehört hat. Ja, ich glaube, wir können abschalten. Okay. Boah, das sind so 250 Milliliter haben wir jetzt hier, die die Maschine rausgeholt hat aus einem Apfel, einer Viertel Gurke, ungefähr 100 Gramm, 80 Gramm Tiefkühlspinat und eine Limette. Das war's, ne? Ja, die vier Zutaten hatten wir. Oh, das ist schon beeindruckend. Ne? Und ich gucke mir mal den Trester an. Ich schiebe das mal hier. So. Gib den hier drauf. Dann sieht man also, wenn ich den hier jetzt drücke, dann seht ihr hier das Küchenpapier, also das ist wirklich sehr fest, das Küchenpapier, das wird nicht wirklich sehr nass, also da ist echt nicht mehr viel Flüssigkeit drin. Cool. Ja, also da kann man auch, glaube ich, nicht meckern, ne? Also was die Maschine hier erzeugt, ist wirklich sehr trocken schon, das heißt, sie verwertet die Flüssigkeit da drin sehr gut. Na, da ist nicht viel über an Flüssigkeit. Ja, stimmt auch. Das ist ein kleines Glas hier. Also 200, 250 Milliliter. Das ist klasse. Ne? Offensichtlich so ein bisschen naturtrüb hier. Wow, cool. Sehr frisch. Zitronig. Grün. Also süß wäre falsch. Lecker. Sehr erfrischend. Ja, soviel zum ersten Test-Unboxing des Feelvita Slow Juicer. Gefällt mir das Gerät. Und wenn man nicht zu doof ist zum Lesen, dann baut man das auch richtig zusammen oben. Also, hat mir gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell. Prost!